Und damit herzlich willkommen hier bei Sky Sport News. Sie sehen schon, wir haben einiges im Gepäck und starten auch direkt mit der Bundesliga. Nach dem historischen Pokaldebakel in Gladbach präsentierte sich der FC Bayern am 10. Spieltag wieder in gewohnter Form. Die Partie gegen Union Berlin gewann der Rekordmeister souverän mit 5:2. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Medienvertreterinnen und Medienvertreter. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind bei unserem Presseevent zum Jahresauftakt von Beko und Grundig live aus Neu-Isenburg vor den Toren Frankfurts. Und ja, live heißt nicht nur, dass Sie vielleicht das ein oder andere Mal unsere Regie heute hören werden. Live heißt vor allem auch, dass Sie sich interaktiv dazuschalten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist er, der Bayerische Digitalgipfel 2020, Code Bavaria live aus München. Es ist ein besonderes Jahr, es ist auch ein besonderer Digitalgipfel in diesem Jahr, denn er findet komplett virtuell statt zum allerersten Mal. Das heißt, auch unsere Gäste sind uns heute virtuell zugeschaltet. Ich persönlich finde, es gibt gar keine bessere Bühne für diese Veranstaltung als die größte Bühne der Welt. Das Internet. Und ich will noch gar nicht zu viel verraten, aber Sie bekommen heute spannende Einblicke. Wir feiern Innovationen und läuten eigentlich auch eine neue Ära heute ein. Und das mit Ihnen gemeinsam. Darauf freue ich mich sehr. Und Marc Bernbeck hat Michael Zorc auch auf Karim Adeyemi angesprochen. Er ist ja aktuell so eine der heißesten Aktien im europäischen Fußball. Und Borussia Dortmund soll am 19-jährigen Juwel auch interessiert sein.